Wir werden dein System umsetzen, aber nicht jetzt. Ja, ich kann jederzeit bereit sein, dich um 360 Grad zu drehen. Oder noch mehr. Ich brauche jetzt Ruhe im Puff. Was brauche ich? Ruhe im Puff. So. Ja, und damit herzlich willkommen zu was völlig anderem Dings. Ja, ihr wisst schon. Nee, Industria. Wollte ich. Und wir hüpfen da mal rein. Games mal gezeigt hier. Dennis Gaming Experience Presents. Weil er hat gerade Ruhe im Puff. Meine Aufnahme war nämlich schon kaputt, beziehungsweise ich habe damit Mist gebaut, unbewusst, mit einem gewissen Videoschnittprogramm, und bevor ich das merken konnte, war der Upload schon am Laufen und ich habe die Ursprungsaufnahme-Dateien halt dummerweise gelöscht. Ja, kann passieren. Nora Solheim here. Nora, where have you been? Walter? Wait, I just came in from the office. I just fell asleep on the sofa. I was dreaming of really weird things. Are you still in the office working? Yes, I saw you leaving. Listen, our central processing unit, Atlas, is out of control. I just discovered parts of it all over our servers. We'll just shut it down then. Impossible. It's spread too far already. But there is something else. People are gathering at the checkpoint Bornholmerstrasse. It's happening. Comrade Schabowski publicly said that the wall is open in a press conference just 1 hour ago. Wait, what? They closed down the office. The Stasi is already here. They're taking everything apart. But all the work, it can't be for nothing. Nora, I have to stop Atlas. Wait, let me come over. We'll figure it out. No, I don't want to drag you into this. I need to leave now. What do you mean you need to leave? Walter, wait, stop. I love you more than anything, Nora. Walter, wait. Walter, hello? Did he just hang up on me? Niemand weiß so richtig, wie die Lage einzuschätzen ist. Das ist wohl an anderen Grenzübergängen in der Stadt anders, beispielsweise im Wedding am Übergang Bornholmer Straße. Was man schon gemerkt hat, ist es ein wenig schade. Dort wäre nach unseren Informationen bereits die ersten Ausreisewillige. Dass die Synchronisierung nicht deutsch ist, denn die Grenzpolizisten scheinen hier an der Invalidstraße wohl noch. Hier gibt es auch Deutsch. Und offensichtlich ist es ja, weil er ja auch schon sagte, die DDR. Also die fast ehemalige DDR. Irgendwas stimmt nicht mit Walter, der redet davon, gehen zu müssen. So. Ja. I really need to look for Walter. Just hope he didn't do anything stupid. Ich habe das eigentlich schon mal aufgenommen bis zu einem gewissen Stück, aber ja, ist mir leider abhanden gekommen. Ich kann auf jeden Fall mal sagen, dass die Atmosphäre mega ist. Aber bevor ich weitermache, wollte ich mal eben schauen. Mal eben schnell, mal so. Verkehrte Audiospur, oder? Ich weiß nicht. Ich habe ja hier schon länger nichts mehr gemacht, ne? Und ja, da ist der Dagger. Den wollte ich haben. Ja. So. Ich habe ja sonst die letzte Zeit andere Projekte gemacht auf Five Fire Experiences und ja. Und zu diesem Zweck hier halt mal ein bisschen was umgestellt, ne? Zum Zeitmaschine, mit dem die Duisburger Jungs heute Abend in der Mehrzweckhalle in Kassel vor über 900 Leuten auftreten werden. Der Konzertbeginn ist um 19.30 Uhr und es gibt, soweit mir hier die Informationen vorliegen, noch Restkarten an der Abendkasse. Der Preis ist 12 Mark.
The Stasi might have closed the facility down already. Oh, das Fernseher braucht durch die Wand, ja. Fällt mir auch jetzt erst auf. Bisschen Familienfotos hier. Das scheint der Charakter zu sein, den wir spielen hier. Die Holde mit den langen Haaren. Und er ist wahrscheinlich Walter. Würde ich jetzt zumindest mal annehmen. Eigentlich hatten sie wohl mal einen Hund. Und er ist gerade Walter Gassi. Ich weiß es nicht. Parkleitungseisen war in der DDR schon in, ja? Gab es das überhaupt schon? Ich meine, auch im Westen. Wo ich sitze hier? Ich weiß nicht. Das ist schon so ein alter Hut, ja. Gibt es die Dinger dann ja auch schon. 45 Jahre. Nicht schlecht. So. Warum noch nichts? Walter wasn't kidding. Soundkulisse ist ja echt gut. Der Trabi hört sich gut an. What the? A tangent resonance. It's not usually like that. Also obwohl ich es ja eigentlich jetzt schon kenne, das, also das Stück hier auf jeden Fall auch noch. Also eine ganze Ecke weiter auch. Also Sound ist wirklich mega, ne? Das ist auf Kopfhörern auf jeden Fall überzeugender Impact. Das heißt, vor kurzem etwas länger mit dem Kumpel, nicht Heavy Rain, sondern ich glaube, das kam danach. Das kann man ja so gewissermaßen zu zweit spielen. Daran erinnert mich das hier so ein bisschen. Ich weiß nur gerade noch gar nicht mehr, wie das Spiel hieß. Ich weiß nur, dass das dieselben Entwickler waren wie hier auch von Heavy Rain. Oh, schöne Travis hier. Nicht schlecht, ne? Wirken nur nicht so wirklich genug nach Plastik, die sind sehr metallern. Übertriebene Reflexion, ne? Obwohl ich ja gar kein Raytracing habe, also daran liegt es nicht. Schatten habe ich an. Ja. Kantenglättungsmethode ist natürlich weg für DLSS. Finde ich sowieso, sieht besser aus. Ja, meine 2070 Super hat ganz gut zu schaffen. Aber sie schafft's. Where is everyone? Abgeschlossen. Auch zu. Okay. Ja, eigentlich soll es ein Ego-Shooter sein. Bis dahin, wo ich gespielt habe, ist das für mich mehr so. Es wirkt mehr so ein Rätsel. Still dreaming. Focus, Nora. Focus. Okay, Nora, I see. Die gute, die wir hier spielen in dem Spiel. Walter? You here? Das nicht in seinem Büro, es sollte nur seine Schlüsselkarte nehmen und bei der Maschine nachher zu. Ups. Could be useful. Bei
DDR-Computer kennt man ja, zumindest wenn man so Retro-Computing-mäßig tatsächlich auch interessiert ist. Atlas System. Hier sind ein paar Urkunden, die man aber nicht so wirklich lesen kann. Kann leider nicht ranzoomen. Das Volk ist der Deutschen Demokratischen Republik, kann man hier lesen. Ne? Eine besondere Auszeichnung. Doktor, Ingenieur, Diplom, Physiker, Walter Rebel. Worum geht's denn hier? Wegen besonderer Leistung im Bereich der Forschung, künstliche Intelligenz und Astronomie. Okay. Ja. Irgendwas dazu besondere Mittel zur Verfügung gestellt und so weiter. Staatssicherheit, ja, Stasi, ne? Haben wir uns sicher? Okay. Wir sind eindeutig am Ende der DDR. Dazu hinten dran. Ah, Code-Liste steht ja auch dabei. Ja, das war jetzt offensichtlich. Tja. Aber keine Wartburg. Nur Trabant. Steht was auf so einem Dreibein, wie eine Kamera oder vielleicht ein automatisches Waffensystem. Man kennt sowas davon auch, weiß. Lass mir die Tür zu. Benutzen. Venting prevents explosion. Das System. Ja. Eine schöne mechanische Tastatur. Ja, IBM. Ja. Sieht zumindest so grob so aus, ne? Hoppa, kriegt den Stuhl. Corrupt Hard Disk Sector Found. Ja, das liegt wahrscheinlich an den Erdbeben. Da hat es wahrscheinlich so eine uralte Festplatte zerrissen. Die waren ja empfindlich, ne? Diese MFM-Platten. Zoll. Ja, bei dem dasselbe. Ja. Kann man nichts machen. Dann kann man die Tastatur hier gegen schmeißen. Hier ändert sich auch nichts. Eben auch nicht gut. Weiß ja nicht. Da hat es auch die Festplatte zerdeppert. Ja, auch. Ja, gut. Oder eben auch nicht gut. Kamera beobachtet uns nicht. Ich brauche einen Zugangscode, um in die Maschinenkammer zu kommen. Ausprobieren.
10 Tage. Ja. Nichts. 9 Tage. Das sieht aus wie ein Roboterarm mit einer Spritze oder Werkzeug irgendwie da dran. 8 Tage. Ein Wal. Ein Ei. 7 Tage. Sechs Tage, ja, nicht definierbar. Cool, irgendwie. 5 Tage. Aha. 96 Stunden. Hm, einfach mal so eine Dose. Hm. 72 Stunden, offenbar nichts. 48 Stunden, hm. Zerdelter Koffer. Hm. 24 Stunden, ja, das war ein Thema, oder? Da kommen wir nicht rein. Okay. Zur Senderanlage. Okay. Oh mein Gott, was ist happening? Why is it checking that bad? Könnte die Audio lauter sein eigentlich? Verstehe ich gar nicht. Ich quatsche ja nachher viel lauter, wie das Spiel ist, aber ja, kann da nichts ändern. Okay. Alles steht auf Vollgas. Anderen Weg. Machen wir mal. FKE-Mitarbeiter dürfen passieren. Zugriff verboten. FKE. Ja. Okay. Wahrscheinlich, warum ist das gerade so? Das habe ich gerade gar nicht verstanden. You did it. Bin ich ja mal gespannt. Er ist in die Maschine gegangen und oh Gott weiß, wo jetzt ist. Meine letzte Hoffnung ist jetzt, in die herzugehen. You brilliant ja. Idiot. Das schreiben sie auch bei Epic Games in der Spielbeschreibung. Hm? Dann besuchst du nach deinem Kollegen irgendwie hier und dann ist hier ein ewiges. I'm coming for you, Walter. You can't leave me here. Da muss man nur schnell genug sein. Denn
shit. Oh my God, is this right? Is this supposed to happen? Is this supposed to happen? Oh my God. Cool wäre ja, wenn die Audio noch auf Deutsch synchronisiert werden würde, ne? Und nicht nur Untertitel, so wie bei GTA. Plötzlich kann man ja nicht lesen, ja. Ist das so? Ziemlich mega große Bibliothek hier. Und Stimmen, wo man keine Menschen zusieht. Seite 2. Ja, ist ein bisschen strange, aber irgendwie cool. Ja, dann haben wir hier so ein bisschen Grusel-Part. Erinnert mich an diese komischen Blutspur-Level bei Max Payne damals. Genau das Richtige für mich. Nicht. Ich hoffe, das schwenkt flott in mehr Action um, anstatt Grusel, weil da eigentlich gar nicht meins, ne? Hier sehen wir endlich mal Menschen, die abnormale Sachen können. Wo willst du hin, Junge? Ja, dann verschwindet da einfach in der Decke, ne? Alles klar. Sieh nicht rum, die Tür ist auch schon so merkwürdig. Ich gehe ins Licht. Das war Feuer. Ich kann mir ins Auge pieksen, das brennt auch. Sein. Irgendwelche Kontrollen hier. Klar. Noch Flugskompensator. 5000 Watt Base Machine. Ach nee, Gigawatt, ne? Gigawatt. Die ganze Atmosphäre, die Grafik ist ja auf jeden Fall schick. Das hätte ich auch gekauft und nicht nur als Geschenk genommen von Epic Games. Aber ja gut.
Anfang ist auf jeden Fall schon mal ganz cool, so, ne? Walter? Ja, weiß gar nicht, wo du bist und wen oder was es hier gibt und was nicht. Und ich schreie einfach mal Walter. Ist klar. Ja, mutig ist er ja, ne? Oh. Ah. Oh, ein bisschen in den Mäuschen. War mal verschwunden, ne? Batterien geben leer, offenbar. So. Das war jetzt offensichtlich. Obwohl ich das schon das erste Mal gemacht habe. Ja, wir speichern in diesem Spiel, so wie bei Resident Evil. Finde ich ja mega cool. Soll ja vielleicht auch so eine Art Easter Egg sein. Oder so. Man möchte es irgendwie gewissermaßen klassisch haben. Kommt bei mir jedenfalls gut an. Batterie voll. Ja, dann möchten wir doch mal hier. So wie er bei Werner sagt, ne? Halt doch die Fresse, Mensch. Ich tu hier leuchten. Waren Maßangaben zu erkennen, in der Mitte einer Art Diagramm, das eine Art Maschine darstellte. 97 Seiten waren es. Und alle zeigten sie Komponenten, die wohl ein großes Ganzes ergeben sollten. War das Telegramm zufällig an den falschen Empfänger gekommen? Who knows? Found Sturdy Pickaxe. Jo. Richtig deutsch ist das hier nicht, ne? Wollen wir mal umstellen? Dann die Menüführung ist ja auch schon noch deutsch hier, ne? Entwicklerkommentare könnte man nicht auch reintun. Okay. Oh, die haben nichts mit Sprache. Es ist halt wie es ist. Es sei denn, ich habe da was bei Epic Games gesehen, dass man da was einstellen könnte. Wir wechseln hier mal ein bisschen. Sonst ist hier erstmal nix. Können wir versuchen, von vornherein so ein bisschen die Batterien zu sparen. Weil die ja nun mal leer gehen, ne? Nix. Ein Elevator. Der Aufzug in der großen Halle funktioniert nicht. Wenn ich irgendwie eine Stromzufuhr bekomme, reicht es vielleicht irgendwann. Maybe that's the way out. So, willkommen zurück. Blöderweise. War mir das jetzt abgestürzt? Beziehungsweise mein Rechner. Ich
weiß aber auch warum und eigentlich ist es jetzt behoben. So, wo waren wir denn? Licht und Fahrstuhl. An elevator. Maybe that's the way up out of this terrible place. So, wo? No. Das leuchtet doch, wir haben es. Also muss ja auch alles. I don't know who you are, but if you want to live longer than 5 minutes, you should probably get the hell out of there. Then tell me how! The elevator needs power. The steam machines through the door underneath me are your only hope. Who are you? Hey, wait, wait, come back! Ja, der erste Mensch in einer unbekannten Welt, der hilft. Füllmunition, ja, das ist ja schon mal, ne? Gib mir doch bitte auch eine Knifte hier, damit ich hier richtig schön rumrucken kann hier. Damit wir richtig Party machen können. Soll ja auch ein Ego-Shooter sein, ne? Heilflasche aufgenommen, Batterie aufgenommen. Okay. Wir wollen doch hier ein bisschen herumbolzen, ne? Wie sich das für Ego-Shooter nun mal gehört. So, irgendwo war hier ein Rätsel gewesen. Schwefelsäure, Salpetersäure. Nehmen wir mal beides mit. Ich bin jetzt doch in einem anderen Raum. Aber gut, dadurch komme ich jetzt wahrscheinlich auch auf die Lösung eines gewissen Rätsels. Benutzen. Brauche ich eine Platte für wahrscheinlich, ja? Play with the books where green and white meet. Ja, denke ich jetzt hier, ja? Als Englisch, als Deutsch. Hm. Munition voll. Oh yeah. Munition voll. Ja, wenn er jetzt dann noch einen Ballermann für mich habt, dann wäre das ja. Gut ab. So. So, so. Batterien hier. Für die Taschenlampe. Okay. So, hier könnte man speichern. So, Phosphorsäure. A3O4P. Gut zur Rostentfernung. Also ich werde irgendwo wohl Rost entfernen müssen. Apatit und Schwefelsäure. So, dann gibt es hier noch einen Raum. Wie gesagt, bis hierhin war ich halt schon mal. Hier gibt es Apatit. So. Okay. Wollen noch mal sehen hier. Da ist Propangas. Hier kommt Apatit hin. So, das heißt nicht schwer. So, jetzt brauche ich da Schwefelsäure. Tja. Ich meine, es ist Nitric Acid, oder? Wie das wollen. Hm, das war wohl falsch. Also nochmal, ich brauche Apatit und das ist wahrscheinlich was anderes, wenn wir drin. NH3. BO3. Ja, wahrscheinlich ist das Problem ist schlichtweg dieses Denglisch, dass ich das nicht gebacken kriege hier. Wir probieren das mal. Ja, wenn das jetzt nicht die Lösung ist, alles andere habe ich schon probiert, was möglich ist, dann
Psst. Aber das ist es wohl, ne? Rust Remover. Ja, dann würde ich sagen, speichern wir an dieser Stelle. Und dann war es das erstmal so. Als Intro Games mal gezeigt. Und dann sage ich mal, fürs Erste macht's gut oder besser.